dabei zu sein. Yay, und wir nehmen auf. Ich freue mich so, dass es ein schönes Weihnachtsfest bei dir war, Andrea. Bei mir auch. Ich erzähle euch dann, wie war es denn bei dir, Claudia? Bei mir war es ähnlich, Full House Family. Wir haben schon am 23. angefangen. Da sind meine Kids angereist aus Wien und aus der Schweiz. Und dann haben wir schon den Christbaum geschmückt. Und dann, es war aber so cozy, es war einfach so fein in der neuen Wohnung jetzt auch. Also, das war jetzt einfach auch ganz ein anderes Feeling. Und hat auch immer wer da geschlafen jetzt. Und jetzt ist heute ist die Tochter von meinem Freund hier und einfach fein. Meine Schwester war dabei beim Weihnachtsfest. Super schön. Sehr, Wow. sehr viele Geschenke unterm Baum. Unglaublich liebevoll alles. Also, es war richtig so ein, also so, wir haben es doch längere Zeit nicht gesehen jetzt, weil mein Sohn ist in Zürich. Und dann freut man sich umso mehr, wenn die alle dann da sind. Da wurden noch Kekse gebacken. Also richtig volles Weihnachtsprogramm. Es war richtig schön. Family, das Ja, sounds volles Family-Programm. Genau. Und wir Und beide haben das in einem neuen Haus gefeiert, gell? Also bei ja. mir war es auch das erste Fest im Ja. Lichtwerk. Es war bombastisch. Also ich habe dann wirklich festgestellt, es ist das perfekte Haus für Partys und Retreats und für Zusammenkünfte, weil ich immer alles umstellen kann. Also ich habe im großen Raum, der normalerweise The Healing Cave ist, habe ich den Tisch aufgestellt, eine lange Tafel, und habe dann in meinem Arbeitsraum den Tesla aufgestellt und habe dort einen Rückzugsraum gemacht. Und es war so süß zu sehen, es waren ja so viele Kinder da von meinen Nichten und Neffen. Und die Kleinen haben sich dann immer wieder zurückgezogen unter die Pyramide, haben sich dort hineingekuschelt und haben dort einfach Ruhezeit gehabt. Und das, finde ich, ist gerade in Weihnachtsfesten und in Familienfesten so wichtig, dass man Rückzugsorte hat. Findet ihr nicht? Ich finde, wenn wir alle in einem Raum sein müssen, einige Stunden, da kommt einiges hoch. Und da finde ich es praktisch, wenn man sich immer wieder einen Rückzugsort schafft. Jetzt wäre meine Frage an euch alle. Wer von euch, jetzt ganz ehrlich, hat es geschafft, während diesen ganzen Weihnachtszelebrationen doch Zeit für sich zu finden? Und wenn es nur ein paar Minuten waren, wo man sich irgendwie durchgeschnappt hat. Doch die Anke zeigt auf, die Nicole auch. Na bitte, doch einige. Ich und auch du, ah, Grit, super. Und die natürlich Andrea und Claudia auch. Cool. Das heißt, wir haben was geschafft, oder? Vielleicht auch was geschafft, was die letzten Weihnachten nicht so möglich war. Also ich finde, das ist etwas, was wir feiern sollten. Also klopft euch auf die Schulter, Anke, Grit. Klopfen wir uns mal auf die Schulter. Wir haben es geschafft, bei uns zu bleiben, zumindest kurzzeitig. Kurzweilig. Und ja, und ich finde auch jetzt fürs neue Jahr, es kommt ja Silvester. Jetzt ist ja ein Fest, jagt ja das andere. Jetzt kriege ich ja schon den Silvesterstress nicht wirklich, aber überlegen wir, wie verbringen wir dann den Wechsel ins neue Jahr? Was habt ihr denn für Pläne? Wie gehen wir denn das bewusst an? Darf ich was sagen dazu? Weil du Bitte. vorhin von Rückzug gesprochen hast. Für mich ist Weihnachten eigentlich immer, also da ist bei mir, da geht so ein Mechanismus los, der ist eigentlich schrecklich, weil ich gehe dann in so einen Aktionsmechanismus, wo ich glaube, ich muss nur mehr tun und alle umsorgen. Das ist so ein richtiges Muster, das dann abläuft. Und habe ich natürlich auch dieses Jahr wieder gehabt. Aber ich habe mich, ich weiß nicht warum, ich bekomme so viele Zuschriften für Rauhnächte, also diese Ja. Rauhnacht-Zelebration, das ist, jetzt sich wirklich auch immer wieder zurückzuziehen und zu besinnen. Und ich mache das jetzt auch. Also ich meditiere jetzt jeden Tag und gehe da voll rein. Also ich habe das für mich ganz wichtig. Ich habe mir gedacht, jetzt ist eine neue Wohnung, es ist irgendwie ein Neustart. Es passt wunderbar, jetzt das zu tun. Und da war natürlich die erste Nacht, ist ja der Jänner. Und da geht es ums Loslassen. Und dieses Loslassen hat mir eigentlich jetzt gut getan. Ich habe das nochmal wirklich reflektiert. Was ist das, was ich eigentlich nicht mehr tun will? Und versuche das auch ganz bewusst nicht mehr zu tun. Und da gehört Was ist es definitiv denn? dieser Aktionismus, dieses ständige Tun, sondern auch wirklich mal wieder sein und ruhig zu sein und sich hinzusetzen und eben in die Ruhe zu kommen. Und das möchte ich wieder noch mehr jetzt in mein Leben holen. Das war mir jetzt die letzten Tage sehr wichtig. Genau. Oh, I like that. Ich schreibe Ja. mir das auf. Intention ist jetzt wirklich diese Ruhezeiten im neuen Jahr zu zelebrieren und wirklich täglich zu zelebrieren. Und wenn es nur ein paar Minuten sind. Du schaust ganz nachdenklich, Ja, Andrea. es ist wirklich eine gute Zeit, sich auch wieder ein bisschen auf sich selbst zu besinnen und auch jetzt nicht nur gute Vorsätze für das neue Jahr, das sind meistens die, die man eh nicht hält, aber eben das, was ich nicht mehr tun will und durch was will ich es ersetzen, dass man in diese Gedanken hineingeht, sich ein bisschen was aufschreibt und reflektiert und das wird ja dann auch von Tag zu Tag ein bisschen klarer, sage ich jetzt mal. Die meisten haben dann, je nach Berufssparte, aber doch viele haben jetzt mehr Freizeit als sonst, weil sie Urlaubstage haben oder der Betrieb für ein paar Tage geschlossen ist und so, dass man diese Zeit jetzt nicht nur der Familie
widmet, sondern auch ein bisschen sich selbst. Und ja, wenn man in die Berufsgruppen gehört, wo man einfach für die anderen da ist, um denen schöne Ferien zu machen, ja, ich sehe da gerade jemand nicken, dann ist Anke, ja, dann ist da von Ruhe nicht viel zu spüren. Aber dann darf man das auch danach machen, nach Heiligen Drei König oder so, wann halt irgendwann wieder eine ruhigere Zeit kommt, kann man das durchaus nachholen und es nicht einfach sagen, okay, bei mir geht das nicht. Ja, einfach warten, bis eine ruhigere Zeit kommt und das nachholen, auch wenn es nicht die ersten Tage des Jahres sind. Ja, ich glaube, die Rauhnächte sind ja, die sind ja eigentlich vom 25. von heute bis 6. Jänner, ne? Und Ja, wenn wir. genau. Also von gestern eigentlich, ne? Heute ist der Also. 26. Ich glaube von 25., Ja, oder? genau, Ja, vom 25. 24. auf Ja, 25. Genau, ja. bis zum 6. in der 6. Früh. Genau. 13 Nächte. Oder Das 12 heißt. Nächte. 12, Entschuldigung. 12 Nächte reminds me of Genau. the 12 days of Christmas. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. Gut, also wir haben 12 Nächte. Jetzt könnten wir uns ja 12 Worte schreiben, aufschreiben, die wir jetzt jeden Tag integrieren. Was hältst du denn davon? Also ich habe jetzt Klarheit gehört und Ruhe gehört. Wer schreibt denn mit? Wir haben Ruhe und Klarheit. Was wünschen wir uns denn noch, Mädels? Schmeißt du was in den Vortex? Selbstfürsorge. Also, gut. Also wir haben Klarheit, Ruhe ist wirklich Spiel, wie ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer Ruhe, Klarheit und Selbstfürsorge. Das ist Compassion for Self auch. Das ist auch, ich kau da jetzt Mitgefühl hinein, nämlich Mitgefühl für uns selbst. Ich finde, wir sind oft so hart also wir bemühen uns oft so um Mitgefühl für andere und das sind die meisten von uns auch richtig gut, manchmal zu gut, dass wir oft zu viel spüren, was die anderen brauchen. Und wenn wir da die Selbstfürsorge und das Selbstmitgefühl hineinfließen lassen, glaube ich, wäre das wichtig. Ja, was noch? Was brauchen wir denn noch? Wer sieht denn den Chat? Ich sehe ja den Chat nicht einmal. Was haben wir denn im Chat für Moment, Worte? Super Chat, da ist er schon. Moment, Moment, Moment. Weil ich habe mich von Weihnachten zurückgezogen, sagte Nicole, war mit mir alleine und war gut so für mich. Auch das ist, glaube ich, ein sehr schönes, besinnliches Weihnachten, wo man schon anfängt mit dem Reflektieren über das Jahr und über wie man die Zeit verbringt. Absolut. Ja. So, dieser Rückzug in sich. Ist eine besondere Sache, braucht auch eine besondere innere Klarheit. Mut, Schreibt Mut, Mut. Mut. Ja. Sigrid schreibt Mut. Oh ja. Mut wofür? Mut fürs Nein sagen zu anderen, Mut zum Ja sagen zu sich selbst, Mut zu den höchsten Weg zu finden, oder? Also ich finde, wenn wir oft Entscheidungen haben, dann ist ja, was ist jetzt der richtige Weg? Was ist, jetzt gibt es den schlauesten, den schnellsten, den effektivsten Weg, den liebevollsten Weg, den friedlichsten Weg, da den besten Weg zu finden. Also was ich da immer mache, ich sage immer, was dient meinem höchsten Selbst jetzt? Weil ich habe so viele Selbst, die vielleicht Wünsche haben. Aber was will denn mein höchstes Selbst? Es geht vielleicht auch darum, sich eben den Seelenweg, den Weg, den man eigentlich gehen möchte, die Entscheidungen, mit denen man sich wohlfühlt, wo man nicht Entscheidungen trifft, um anderen einen Gefallen zu tun oder um irgendwie den Familienfrieden zu halten und diese Dinge, wo man nicht wieder für alle anderen die Verantwortung mit übernimmt, sondern die eigenen Entscheidungen. Das, was für einen sich gut anfühlt, für einen ganz persönlich. Ja, und dann sehe ich viel Kraft braucht man dafür auch. Ja, Kraft braucht man viel dafür. Kraft muss man gleich aufschreiben. ich sehe hier auch, ich sehe im Chat, da steht Gesundheit, Ah, Fülle, jetzt kommt einiges, Bewegung, genau. Kraft und Energie, Mut, um zu sich selbst zu stehen, verzeihen und loslassen. Ich finde, das ist der Beginn. Ich habe mir das jetzt wirklich, das ist, ich hab, bin da jetzt begleitet von einer, wo ich wirklich schöne Meditationen gefunden habe, von der Eva Maria Zurhorst. Und da ging es wirklich im Jänner, also in der ersten Rauhnacht, um das Loslassen. Und das,
Und das einfach wirklich gehen zu lassen, das Alte, da gehört auch was dazu. Also das ist gar nicht so einfach, etwas loszulassen, wenn man so festhält an diesen Mustern oder an irgendwelchen, ja, das sind so Automatismen. Aber das ist, glaube ich, der Anfang. Und dann kann man das Gefäß wieder neu füllen. Ja. Ich hab vor kurzem einen sehr mutigen Schritt gemacht und da ging es familiär mit meiner Mami um was, wo sie mir geschrieben hat, ja, so und so hat mir geschrieben, wie antworte ich drauf? Sag ich, naja, antworte drauf so, wie du richtig findest. Also, was findest du denn richtig? Sagt sie, ja, ich weiß nicht, was würdest du sagen? Sag ich, naja, ich würde so und so antworten. Und habe das eben aufgeschrieben, dann haben wir so hin und her geschrieben. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich das traue, das so zu sagen. Sag ich, ne, was soll denn passieren? Stirbst, wenn du es sagst? Nein, aber der andere wird vielleicht dann böse auf mich sein und so. Und dann kam dieses Ding hoch und meinte, bitte, die Mama ist ja fast 80. So, und dann sage ich, naja, aber wenn so und so dann kommt und Schimpfen anfängt, na, ich weiß nicht, ob ich so schnell laufen kann. Weißt du, dann kommt dieses hoch, dass wir in Wahrheit dieses Tierchen in uns sind, das dann hat, oh, dann ist so und so unzufrieden mit mir und dann wird der böse sein. Und was macht er dann? Dann passiert mir was Böses, wenn ich dann diese Wahrheit ausspreche. Also ich finde, fürs Loslassen gehört zumindest vorher dazu, dass man die Wahrheit für sich ausspricht. Und ich sage es euch jetzt wirklich, setzt euch hin und sagt es für euch, als würde der andere oder die andere euch gegenüber sitzen und sprecht es einmal aus. Weil dieses Kind in uns, dieser verletzte Teil in uns, der will schon gehört werden. Und oft haben wir ja nicht die Situation, wo es der andere wirklich hören wird, weil der oder diejenige das gar nicht gibt, ne? Aber dann schreiben wir es uns wenigstens auf und verbrennen dieses Zettelchen dann. Also ich würde schon dieses Loslassen, ja, die Ängste eben, so wie Nicole sagt, welche Ängste kommen denn hoch? Also ich merke es, das ist schon dieses Gefühl, wenn ich das jetzt aber wirklich sage, puh, was passiert dann? Und ich habe aber dann das der Mami gegenüber ausgesprochen, habe gesagt, du, Mami, da ging es jetzt darum, dass man auch Loyalität zeigt in der Familie zum Beispiel. Und wo steht man jetzt gesammelt hinter einem Wert zum Beispiel, Loyalität oder Ehrlichkeit. Und für diese Ehrlichkeit, ja, da gehört Mut dazu. Also ich habe da wirklich das sehr, sehr schön gefunden, wie ich dann mit der Mami ganz ruhig drüber habe reden können und sagen, schau, mir geht's jetzt so damit. Ich fühle mich so, wenn du jetzt zum Beispiel nicht aufstehst und nicht deine Wahrheit sprichst, fühlt sich das bei mir so an. Und ich sage, du als Tochter muss ich dir jetzt sagen, wenn du dich mit fast 80 nicht traust, das zu sagen, was du wirklich sagen willst, was heißt denn dann für mich? Da fühle ich mich dann auch ganz klein und traurig. Und es war so ein schönes Gespräch, weil wir wirklich nur bei unseren Gefühlen bleiben konnten. Weil wir alle eine gefühlte Realität haben. Und ob das jetzt der andere genauso sieht oder nicht, ist ja wurscht. Aber wir selber müssen unsere Gefühlsrealität annehmen. Wie fühlt sich dieses kleine Kind an? Und meins hat sich traurig gefühlt und irgendwie so ein bisschen allein gelassen und so auf, geh, Mami, komm, jetzt steh grad für mich, komm. Andrea, du willst was sagen, komm mir vor. Ja, also total. Ich kann so mit dir fühlen. Und es ist ja morgen, ist ja Vollmond, ja. Also in der Nacht von morgen auf übermorgen, in dieser Rauhnacht ist Vollmond. Deshalb geht es Und mir so. der Vollmond ist nicht irgendwo. Darum reden wir auch über so viele Gefühle. Er ist im Krebs, ja. Der Mond in seinem Zeichen. In allem, was uns unsere Gefühle bedeuten. Und da geht das alles schon jetzt so über. Also wir bewegen uns da drauf zu. Und interessanterweise, mich hat es auch sehr berührt, schon die ganzen letzten Tage sind bei mir ganz viele Gefühle, Kindheitserinnerungen, alles hochgekommen. Er findet genau auf meinem Geburtsmond statt. Und zwar wirklich gradgenau. Also ich bin schon sehr gespannt, was noch kommt. Und ich habe heute schon fast nicht geschlafen. Ich bin dauernd wieder wachgelegen, aber eigentlich gut wachgelegen, jetzt nicht unerholt. Aber ich war einfach so, man spürt es und die anderen spüren es auch. Es spüren ja dann alle, wenn der Mond im Krebs seinen Vollmond hat. Und da gehen alle unsere Emotionen, die sich über unser ganzes Leben angesammelt haben, werden angestrahlt von der Sonne sozusagen. Und schau hin, reflektiere es, fühle es. Und eben im Krebs fühle es. Und es hat ganz viel mit Familie, Mutter sein und Frau sein auch zu tun im Krebs und mit dem Zuhause. Und was passiert, wenn wir uns Angst haben, unsere eigene Wahrheit zu sprechen? Ja, wovor haben wir denn Angst? Ausgestoßen zu sein oder verlassen zu sein, nicht mehr in diesem Familienverband zu sein?
da kommen all diese Ängste hoch, wie auch deine Mama sie beschrieben hat, die uns ja schon seit Kindheit irgendwie eingetrichtert wurden oder angelernt wurden, dass man folgsam sein muss, dass man angepasst sein muss und auch in den Gefühlen eben, ja. Und diese Gefühle, die wir ja jetzt alle wahrnehmen, jeder in uns, also ich habe die ganze volle Gantelhaut hier, ich spüre so viel gerade, das ist ja nur Energie. Und jetzt stellen wir uns doch vor, das ist jetzt mein Vorschlag, dass wir diese gesammelte Energie in die Mitte unseres Zirkels fließen lassen. Genau ins Zentrum. Wir sind jetzt so mutig. Und ich würde vorschlagen, schnaufen wir 5 bewusste Atemzüge und nehmen diese Gefühle einfach wahr. Was ist da jetzt im Vortex und wie viel Energie setzen wir dadurch frei, dass wir es einfach anerkennen? Ja? Okay. Also wir atmen tief ein und zählen auf 5. Und dann wieder aus. Dann noch einen langsamen Atemzug ein. Und aus. Dann stellen wir uns vor, wir lassen diese ganze Energie in die Mitte unseres Zirkels fließen. Vielleicht brennt dort ein wunderschönes Feuer. Und wir nähern dieses Feuer. Wir sagen, ja, das spüre ich jetzt. Wow, danke, dass ich so viel spüren kann und darf und jetzt wahrnehme. Und dann spüren wir unsere Körper, diese energetischen Körper, die voller Licht sind, voller Energie sind. Und wir sagen ja zu diesen Gefühlen. Und mit unserem letzten Atemzug nähern wir dieses Feuer und schauen zu, wie diese Energie freigesetzt wird und dann direkt in unser Herz zurückfließt. Und unsere Herzenswünsche, diese sehnlichen Wünsche, diese tiefen Gefühle, die wir für diese Wünsche haben, diese Gefühle und Wünsche nähern wir jetzt. Und mit einem dicken, fetten Danke im Herzen kommen wir ins Hier und Jetzt zurück. Und nehmen jetzt ganz bewusst wahr, wie sich unser energetischer Körper jetzt anfühlt. Wenn wir dieses Licht jetzt sehen könnten, welche Farbe hätte dieses Licht jetzt? Und wie groß wäre dieses Feld, das uns umgibt? Und könnten wir jetzt all diese Werte, die wir vorher definiert haben, all das, was wir uns wünschen für die Zeit jetzt, in diese Energieblase hineinfließen lassen? All den Kraft, all die, den Mut, das Selbstbewusstsein, die Gesundheit, die Ruhe, die Klarheit, die Selbstfürsorge, das Mitgefühl für uns selbst. Und mit dem nächsten Atemzug schicken wir all diese Werte in unseren goldenen Weg nach vorne, in diesen höchsten Weg, mit den weisesten Entscheidungen. Zum richtigen Zeitpunkt, wir treffen die richtigen Menschen, wir sagen zum richtigen Ja, zum richtigen Nein. Also wir wissen genau, was für uns richtig ist. Danke, danke, danke. So ist es, so sei es oder etwas noch Besseres. Und dann kommt ins Hier und Jetzt zurück und schaut mal, wie es euch geht. Bei mir fühlt es sich jetzt irgendwie friedlicher und weiter an. Wie geht's euch? Ja? Sehr friedlich. Ja. Sehr weit, sehr klar. Klarheit hat sich ausgebreitet. Nicole sagt auch freier. Ja. Das Feld fühlt sich jetzt sehr harmonisch an. Das gefällt mir. Ja. Ja. Ihre eigenen Vorstellungen vom Mama sein möchte die Grit ausdrücken. Das freut mich sehr, dass du das aufgegriffen hast. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für die Frauen, dass wir aus diesen Mutterrollen, die uns unsere Mütter und Großmütter vorgelebt haben,
ein neues Muttersein entwickeln. Na und selbst auch eine Mutter sein können. Auch das, aber auch in der Mutterrolle einfach eine eigene Vorstellung einbringen, weil das ist ja auch alles so von gesellschaftlichen Strukturen belegt, dass wir oft gar nicht den Mut oder die Kraft haben oder nicht einmal auf die Idee kommen, das neu zu definieren. Ja, das stimmt. Wenn ich ich wäre damals nicht einmal auf die Idee gekommen. Ja, also ich habe festgestellt, was ich bestimmt anders mache als meine Eltern, ist, dass ich diese Zeiten der Ruhe mit meinen Kindern mehr zelebriere als bei meinen Eltern. Also meine Eltern waren doch mehr im Aktionismus. Also es gab immer was zu tun, man musste immer am Schaffen sein. Also nur irgendwie auf der Couch liegen war nicht, also nie, ich kann mich erinnern, das war nie möglich. Das war einfach nicht. Wenn du dich einmal auf die Couch gelegt hast, kam sicher wer mit dem Staubsauger vorbei und sagt, ach, du hast gerade eh nichts zu tun, staub mal schnell. Oder hast du nichts zu lernen? Oder hast du nicht was zu, also sei doch tätig. Und ich merke, dass ich ganz bewusst bei meinen Kindern dann oft zuschaue und das genieße, dass sie sich so hinknotzen und wir alle einfach nichts tun miteinander und plaudern und viel mehr Zeit miteinander haben, wo wir einfach ja nichts tun. Also da gebe ich mir jetzt selber einen Stern. Vielleicht Grit, weil du gerade deine Mutterrolle neu definierst. Wir könnten ja auch schauen, was machen wir jetzt schon anders als unsere Eltern? Und wo machen wir Sachen gleich und zelebrieren das auch? Also viele Sachen, die meine Eltern mit uns gemacht haben, mache ich mit meinen auch, zum Beispiel Reisen. Also meine Eltern haben Geld nie für tolles Gewand oder irgend sowas ausgegeben, sondern sie sind mit uns immer irgendwo hingereist. Und das finde ich toll. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das machen konnten. Claudia. Ja, bei mir ist es diesmal wirklich so, ich habe ja gesagt, habe ich ja dann schon ab 21. eigentlich mit den Rauhnächten beschäftigt und das war genau der Tag, bevor meine Kinder gekommen sind. Und ich habe dann wirklich bewusst versucht, mich dann auch zurückzunehmen und dadurch entsteht, das wollte ich auch noch sagen, dieses gemeinsame Tun finde ich so schön. Ja, also das ist wirklich, mein Sohn hat dann angefangen, mit seiner Freundin Kekse zu backen. Ja, meine Tochter hat irgendwas anderes gemacht. Und ich bin einfach nie, ich bin nur, bin wirklich mal nur gesessen und habe sie machen lassen. Und das war so ein anderes Muttersein, als ich das kenne. So wie du es beschrieben hast, Joy. Bei mir war auch immer so, also meine Mutter hat immer irgendwas, und wenn es nur die Polster nochmal zurechtrücken war, also irgendwas musste ständig getan werden. Und das war wirklich schön. Also auch den Christbaum haben die Kinder geschmückt und wir sind einfach nur gesessen und zugeschaut und haben das genossen. Da kommt auch so viel Genuss dann auf, wenn man wirklich mal den Mut hat, das anders zu machen und zuzulassen. Also anderen das auch wirklich diese Gestaltungsfreiheit zu geben. Das gibt einen ganz anderen Kontrolle abgeben. Genau, Kontrolle Kontrolle abgeben. Abgeben. Yes, super. Ladies. Ist auch Nummer eins Regel, wenn wir ein besseres Sexleben haben wollen. Das weiß ich jetzt auch rein. Weil wenn wir die Kontrolle nicht abgeben können, dann werden wir uns auch nie so hingeben können. Ne? Ja, Kontrolle ist da ganz, ganz fehl am Platz, genau. Der gestrige englische Göttinnenzirkel war übrigens sehr spannend. Also wir haben beinhart zum Fest des Lichtes über Sex gesprochen. Ich hatte nämlich eine tolle Sister Goddess in den Zirkel, meine liebe Freundin Dr. Robin Benson aus Santa Fe, die dort eine wunderschöne Klinik leitet und eine Ärztin ist, hat eben sofort mit mir über das Thema gesprochen, warum es so wichtig ist, dass wir Frauen in unsere Weiblichkeit gehen, warum es so wichtig ist, dass wir Frauen uns untereinander vernetzen und miteinander kreieren und diese Schwesternschaft zelebrieren. Und wir haben dann eben sehr viel über die Kraft des Orgasmus gesprochen. Also schaut es euch an, ihr könnt ja den Transcript dann auf Deutsch zum Beispiel stellen lassen oder auf YouTube gibt es dann eher die automatische Übersetzung. Es war ein sehr spannendes und cooles Thema für den Weihnachtstag. Und dort haben wir beide auch darüber gesprochen, dass wir jetzt die Retreats haben. Also sie, für alle, die jetzt vielleicht im Februar nach Chile reisen wollen, also da könnt ihr Dr. Robin Benson auch live erleben. Die veranstaltet in Chile mit Alberto Villoldo ein Retreat mitten in den Bergen von Chile. Und ich eben im Lichtwerk Ende Jänner. Wir haben übrigens noch 3 Plätze frei, falls irgendwer hier jetzt noch sagt, oh ja, 26. bis 28. Jänner, da will ich unbedingt mit der Joy im Lichtwerk abhängen und Frequenzmedizin genießen und Hautzeremonien und vielleicht sogar Eisbaden und wirklich für ein großartiges 24 intendieren und schauen, dass wir kongruent sind. Weil
Dr. Robin Benson hat auch gesagt, was sie in der Klinik sieht, und sie hat ja tausende, zigtausende Menschen durch alle möglichen Krankheiten in die Heilung begleitet, also von Krebs und Autoimmunkrankheiten. Wenn wir in uns einen Konflikt haben, wenn wir in uns irgendwas noch nicht ganz mit dem höchsten Selbst irgendwie vereint ist oder wir immer noch irgendein Programm laufen haben, wo wir zum Beispiel einen alten Glaubenssatz in uns tragen, der sagt, okay, nein, aber so hell darfst du jetzt nicht strahlen. Ja, nicht mehr als die Geschwister. Ja, nicht heller als die Mami oder der Papi. Ja, nicht zu auffällig sein, weil da könnte ja was passieren, etc. Dann wird uns das bei unserer Manifestation einfach irgendwann dazwischen pushen. Und das merkt man ja. Wir haben ja alle Herzenswünsche, und wenn wir uns jetzt zurück überlegen, warum sind die jetzt noch nicht manifestiert, dann werden wir feststellen, dass in uns irgendwo noch ein bisschen eine Resistenz ist. Und wenn wir gemeinsam intendieren und gemeinsam in einer Gruppe, vor allem wenn es so eine kleine, intime Gruppe ist, bei mir sind es ja nur 10 Frauen, ne? 10 Frauen und ich, wenn wir da gemeinsam an diesen Herzenswünschen arbeiten, dann geben wir uns gegenseitig auch die Kraft. Und gegenseitig die Erlaubnis. Und es ist einfach so schön, wenn wir erleben, dass andere Menschen auch unser höchstes Wohl wollen. Wo kein Neid da ist, wo kein, nein, du aber nicht. Also das gefällt mir jetzt nicht, wenn du erfolgreicher bist als ich. Nee, wenn wir merken, dass wir jede von uns einen Herzenswunsch manifestiert, dann spiegeln Mirror Neurons, unsere Spiegelsynapsen, wir spiegeln das dann. Und wenn wir daran denken, dass wir so werden wie die 5 Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, dann ist es ganz wichtig, da wirklich bewusste Momente zu schaffen, wo ich mich mit Menschen umgebe, die mich inspirieren. Wirklich. Also wenn ich schaue, was ist eins meiner Rezepte für Erfolg, ist, dass ich wirklich mich immer wieder mit Menschen vernetze, die, würde ich sagen, sozial oder irgendwo über mir stehen. Also egal, ob das jetzt ist, dass ich sage, ich gehe zu einem Tony Robbins Event, ich investiere jetzt da richtig viel Geld, weil ich will in dem Vortex sein. Ich will das spüren, wie so wer agiert. Und ich habe mir immer wieder Mentoren und Leute gesucht, wo ich mich auch dehnen musste, dass ich mir leisten konnte. Also als ich meine erste Mentorin bezahlt habe, die hat 150.000 Euro verlangt für ein halbes Jahr. Da haben wir gedacht, holy shit, das muss wert sein. Aber wisst ihr was? Dadurch, dass ich so viel Geld investiert habe und gesagt habe und vertraut habe, gesagt habe, okay, ich gebe dir jetzt das Geld und gemeinsam, du hilfst mir jetzt, dass ich weiterkomme, habe ich mich natürlich auch voll ins Zeug gehauen. Weil wenn du so viel Geld ausgibst, da there you show up. Da bist du dann nicht so, ah, jetzt habe ich Kopfweh, jetzt gehe ich vielleicht, ich weiß, ein Nickerchen machen, die Stunde mache ich jetzt nicht, oder heute ist schlechtes Wetter, heute zahlt es mir nicht, dass ich mit meinem Coach mich treffe. Nö, da bist du dort, und zwar überpünktlich, weil du weißt, du hast investiert. Also das nur als Tipp für uns alle, egal wofür euch entscheidet. Es gibt ja viele tolle Sachen, wo man investieren kann. Aber tut es, wenn ihr in euch selbst investiert, dann kommt das immer zurück, wirklich. Es ist das nach oben streben, das im Licht nach oben streben. Jede Pflanze strebt nach oben dem Licht entgegen. Und so sind wir auch eigentlich ausgerichtet, nur wir vergessen es manchmal. Oder es wird uns nicht mehr gelernt in der Kindheit. Ja, es heißt immer, ja, der ist da oben, der ist da irgendwo und da gehörst du gar nicht hin, weil du bist nicht so toll, nicht so gut, nicht aus der Gesellschaft, irgend sowas. Ja? Ganz genau. Aber das ist falsch. Das ist total falsch. Ja. Also da ist das wieder, weil ich habe gesagt, wir müssen ja schauen, dass wir uns mit den Menschen umgeben, die dort sind, wo wir sein wollen, also die mehr von dem haben, was wir uns auch eigentlich wünschen. Zur gleichen Zeit heißt es aber auch, dass ich ja immer wieder den Mut haben muss, dass ich mir selbst die Erlaubnis gebe, da gewisse Regeln zu brechen. Weil wie du sagst, das gehört sich für eine Frau nicht oder das gehört sich für so nicht. Diese gesellschaftlichen Regeln, die da kommen, zusätzlich zu den Elternregeln. Und das sind genau die Limitationen, die dann im Unterbewusstsein die ganze Sabotage kreieren. Genau. Okay, also schreibt euch einmal auf, was da bei euch hochkommt. Was ist denn die Regel, die vielleicht gebrochen werden muss, mit der ihr jetzt quasi in Konfrontation geht, die euch irgendwer gegeben hat? Mami, Papi, Lehrer, die Zeitung, der Pfarrer, was fällt mir denn noch ein? Da gibt es ja alle möglichen Obrigkeiten, die uns irgendwann einmal gesagt haben, nö, aber für dich geht das nicht. Es kann nicht jemand mit dunkelbraunen Haaren eine Marilyn Monroe werden. Oder ich weiß es nicht, es gibt ja so viele komische Sachen. Was kommt bei dir hoch, Andrea?
Ich kann mich nur daran erinnern, als Kind, meine Eltern hatten ja ein Antiquitätengeschäft und hier in Salzburg sind zur Festspielzeit immer sehr viele berühmte Leute in der Stadt, ja. Und die kamen dann auch zu uns ins Geschäft und manche hat man gleich erkannt, manche hast du erst erkannt, wenn sie ihren Namen gesagt haben, weil sie irgendwas bezahlt haben, eine Rechnung oder irgendwas geschrieben wurde oder was geliefert wurde. Und für mich waren immer alle gleich. Alle. Ja? Und ich habe eigentlich meine Kindheit sehr viel in der Stadt und auch in diesem Geschäft verbracht, weil zu Hause war keiner und da war wenigstens die Mama und der Hund so irgendwie. Ja? Und ich hatte nie dieses Gefühl, dass ich zu denen aufschauen muss. Ich fand die immer alle cool. Ja? Die waren toll angezogen, die waren freundlich, die sprachen verschiedene Sprachen, die ich vielleicht nicht verstanden habe. Ich fand das immer alles super interessant. Und ich habe dieses, Gott sei Dank, dieses Gefühl hatte ich nie gehabt, dass ich mir irgendwie gedacht habe, den kann ich jetzt nicht anreden, weil der ist Gott weiß wer. Ja? Auf die Haben Idee wir würde ich gar nicht wahrscheinlich kommen. gleich, weil Ja? da gibt es mir gleich, das ist wahrscheinlich auch der Segen auch meiner Erziehung, dass meine Eltern uns dieses Selbstbewusstsein wirklich geschenkt haben. Die haben immer gesagt, du bist genau gleich viel wert. Und schaut mal, wo bei euch da aber jetzt die Limitation kommt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, was habe ich mit dem Älterwerden wirklich, das war ein Riesending, ich werde einfach nicht mehr schöner, ne? Es wird nicht mehr besser. Und für gewisse Sachen, wie zum Beispiel, ich würde ja gar irrsinnig gerne mal einen Film aufnehmen. Also in einem Film mitspielen wäre schon meins. Und am liebsten meine eigene Rolle, weil da hätte ich viele Geschichten zu spielen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber dafür bist du alt, ne? Also Schauspielerinnen, also über 30, da findest du ja nichts mehr, ne? Es ist ja mit 40 Schauspielerinnen schon das. Aber das ist ja auch nur eine Limitation. Das ist Eine ja auch nur ein Limitation. Glaube. Man weiß ja Ne? gar nicht, was kommt und was plötzlich irgendwo gebraucht wird. Naja, eben, vielleicht wird eine Mit-50-Jährige gebraucht, weil nur sie das spielen kann. Ne? Eben. Also, es ist ja alles sehr relativ. Claudia, was kommt denn bei dir als Limitation hoch? Was ist denn da aktuell? Naja, es ist interessant, weil meine Eltern waren sehr, sehr, wie sagt man da, unterschiedlich. Also meine Mutter war ein Freigeist und mein Vater hat schon so seine sehr starken Glaubenssätze gehabt, von wegen, das darf man nicht, das tut man nicht, da wird man schlecht, schräg angeschaut oder keine Ahnung. Meine Mutter war das überhaupt nicht und ich habe mich da eher auf die Seite meiner Mutter geschlagen und habe dadurch auch ein sehr starkes Selbstbewusstsein, Gott sei Dank, bekommen. Schon relativ bald. Also meine Mutter hat immer gesagt, also geht nicht, gibt's nicht und natürlich probierst du das. Und das ist mir Gott sei Dank geblieben. Das war wirklich, ob ich jetzt die Aufnahmeprüfung fürs musische Gymnasium probiert und geschafft habe oder eigentlich immer. Sie hat mir da eigentlich immer sehr viel positives Feedback gegeben, das mich unglaublich, ja, eigentlich sehr gestärkt hat. Und das andere, wenn mein Vater, der immer eher klein gedacht hat. Und das ist manchmal so diese Diskrepanz in mir, dass also manchmal diese Stimme von meinem Vater kommt, ja, und dann sagt sie, na, das geht nicht, das darfst du nicht, tu das nicht. Und dann muss ich immer sehr achtsam sein, auf welche Stimme ich denn achte. Dann lasse ich die Stimme von meiner Mutter wiederkommen und das ist dann das, was mich stärkt. Und letztendlich kannst du so oder so entscheiden. Das ist ja meine Entscheidung. Und das bin ich natürlich schon lange erwachsen, kann man entscheiden. Wenn wir ins Kind fallen, dann hat man diese Entscheidungsfreiheit manchmal nicht, weil dann wird man dann so überrollt von diesen Glaubenssätzen. Und da ist dann ganz wichtig, sich wieder zu sortieren. Also das ist bei mir jetzt gerade so gekommen, dieses mir die Zeit zum Sortieren nehmen und welche Stimme will ich jetzt wirklich hören in mir und welche ist auch zuträglich dann für mich, ja? Und Grit sagt im Chat, es bei ihr war es immer Geld oder Liebe. Ne? Es geht nicht beides. Also welche Oders oder Abers könnten wir mit uns ersetzen? Ja, da sind wir schon gut drinnen. Ich würde sagen, jetzt machen wir die fünf Elemente, dass wir das transformieren, was jetzt alles hochgekommen ist. Transformieren wir jetzt, genau. Okay. Also Claudia und Andrea, ich sag's euch jetzt an, wir müssen das Visuelle machen. Ja. Jetzt können wir ja mittlerweile alle einen Switch. Also wir nehmen die Faust und schlagen sie in die offene Hand der anderen Hand und dann Ja. switchen wir links und rechts. Damit beginnen wir mal, okay? Und dann Okay. fragen wir zu uns selbst, leg ruhig, ruhig los. Wir sind schon am mitten im Switchen, genau. Ich liebe und akzeptiere mich. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meinen Limitationen. Denen, derer ich mir bewusst bin, denen, derer, die irgendwo in meinem Unterbewusstsein herumschweben, all diese Limitationen, ich liebe und akzeptiere mich. Und ich liebe und akzeptiere mich, wenn ich mir jetzt die Erlaubnis gebe, diese Limitationen zu transformieren, zu durchbrechen. Atmen. Ich gebe mir die Erlaubnis, ja.
Jawohl, ich gebe mir jetzt die Erlaubnis. Danke, danke, danke. Puh, sehr gut. Schnaufen. Spüren. Okay. Unterm linken Flügel, also unterm linken Arm, genau, die Claudia zeigt es vor. Wir klopfen den Endpunkt des Milzmeridians. Dann denkt man wieder an diese spannenden Glaubenssätze, an dieses Gefühl, ach, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu was weiß ich was. Schnauft hinein und dann sagen wir, ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn Teile von mir nicht daran glauben, dass ich das alles kann und dass ich es wert bin. Das ist okay. Jetzt entscheide ich mich dafür, all diese Teile, all diese Zweifel einfach loszulassen. All die Limitationen, all die Glaubenssätze, all die Gefühle. Ich lasse das alles los. Und ich gehe in die Kraft meines Selbstbewusstseins. Ich glaube an mich, ich kann das, ich will das, ich bin sowas von wert. Und atmen. Sehr gut. Spür mal wieder anders. Wir holen uns unsere Däumchen, wir jetzt Daumen aneinander streichen, wir aktivieren den Lungenmeridian. Wir atmen jetzt diesen ganzen Mut, all dieses Selbstbewusstsein in unsere Lungenflügel, in unseren Brustkorb. Und wir sagen, ich liebe und akzeptiere mich mit all meinen Gefühlen, all der Trauer, all der Schwere, all der Klebrigkeit, all der Enge, all dem Kleinsein. Alles gut, alles gut. Und ich liebe und akzeptiere mich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, all die Traurigkeit, all die Schwere, all die toxische Geschichten, all das lasst sich los. Ich lasse das alles los und ich gehe in die Kraft meiner Freude. Jawohl, ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich habe es verdient, gesund zu sein, ein wundervolles Leben zu leben. Und ich bin jetzt soweit. Ja, jetzt, 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 jetzt. Und atmen. Sehr gut. Wir gehen zu den Mutpunkten unterhalb der Schlüsselbeine. Wir klopfen aufs Brustbein. Sehr gut. Und wir sagen, all diese Ängste, all die kleinen und die großen Ängste. Juhu, hallo Ängste. Ich liebe und akzeptiere mich mit all diesen Ängsten auf all meinen Ebenen. Und von dem allerersten Moment an, wo ich Angst hatte. Und ich entscheide mich jetzt dafür, all diese Ängste loszulassen und in meinen Mut zu gehen. Ich bin mich sowas von mutig. Ich bin mutig, ich bin mutig. Ich kann das, ich will das. Ich mache das jetzt. Danke, danke, danke. Und atmen. Spüren. Macht's mal. Aktiviert das Herz. Und dann klopfen wir die Leber. Können wir machen und die Leber klopfen gleichzeitig. Jawohl, das können wir. Rechts die Leber klopfen und ein kleines. Und dann sagen die, ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Wut auf meiner tiefsten Ebene und von dem allerersten Moment an, wo ich zornig war. Und ich entscheide mich jetzt dafür, all diese Wut loszulassen und in meinen Frieden zu gehen. Jeden Schnaufen loslassen. Yes, yes, yes. Ich bin im Frieden. Jawohl. Ich kenne den Frieden. Ich bin der Frieden. Der Frieden ist meins. Ja, ja. Alle meine Teile sind im Frieden mit dieser Entscheidung, jetzt mein höchstes Selbst zu sein. Jetzt verbinden wir Herz und Hirn. Kronen, Herz, Chakra, Integration. Wir wacheln die Luft vom Herzen und oberhalb des Kopfes und wir sagen, jetzt ist es soweit. Jawohl, ich dehne mich aus in Freude, in Frieden, in Gesundheit, in Liebe, in Selbstfürsorge, in Klarheit, in Ruhe. Ich drehe mein Licht an. Jawohl, jetzt ist es soweit. Das ist der beste Zeitpunkt und ich bin sowas von bereit dafür. Ja, 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 ja. Ah, danke, danke, danke. So ist es, so sei es oder etwas noch Besseres. Und dann stellen wir uns wieder vor, dass wir Hände halten in unserem wunderbaren Zirkel.
Und wir nehmen aber einfach wahr, wie sich die Energie jetzt anfühlt in diesem Kreise, in diesem Gottvollen. Und dann atmen wir wieder in unsere Zirkelmitte. Schauen wir mal in dieses imaginäre Feuer. Und in der Mitte des Feuers, in dieser wunderschönen Flamme, da ist jetzt ein Symbol, ein Wort, ein Gefühl, eine Farbe. Da ist was für dich, ein Geschenk. Dieses Geschenk der Transformation. Und wenn du dir vorstellst, dass du in das Feuer schaust, dann nimmst du dieses Geschenk jetzt einfach wahr und an. Stellst dir vor, wie du die Herzkammer öffnest und dann fließt mit den nächsten 3 Atemzügen dieses Geschenk mitten in dein Herz hinein. Wir atmen 3-mal und nehmen ganz bewusst dieses Geschenk an. Wir öffnen uns für dieses Geschenk. Und wir erhalten jetzt all die Ressourcen, all die Glaubenssätze, all die Werte, all die Energie, die wir brauchen. Na, danke, 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 danke. Dann öffnen wir vielleicht die Augen wieder oder auch nicht und schauen, wie es uns jetzt geht. Was sagen meine wunderbaren Spiegel, Andrea, Claudia? Was spürt ihr im Zirkel? Ein wunderschönes Herz. Ja, du hast ein Herz gekriegt. Ein Herz kam aus dem Feuer für mein Herz. Und ja, das sind so die letzten Heilungen, die da drinnen noch passieren müssen am Herzchakra und all den alten Geschichten, die da noch in irgendwelchen Winkeln und Kammern gelegen sind, arbeite ich ja schon jetzt eigentlich den ganzen Herbst, eigentlich mein ganzes Leben, aber nochmal ganz besonders diesen Herbst. Und es war sehr passend und sehr kraftvoll. Und es hat mir sehr viel Zuversicht auch gegeben, dass ich so diese letzten Dinge auch noch auflösen kann. So diese letzten Sachen, von denen ich gar nicht weiß, wo die alle herkommen. Ja? So einfach in die Kraft gehen und diese Herzenswärme und dieses Feuer des Herzens wirklich als Ganzes leben können. Zuversicht, Herzenswärme. Yes, 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 yes. Claudia. Ja, lustig, dass die Andrea das so gesagt hat. Bei mir war es ein Satz, der jetzt wieder aufgetaucht ist, und zwar Mut fassen, den Weg des Herzens zu gehen. Und das ist sowas, das ist wirklich dieser Mut, den Weg des Herzens darauf zu vertrauen, und das ist gar nicht immer einfach. Und dieses, aber ich habe jetzt gerade so eine wahnsinnige Wärme gespürt, eben in meinem Brustbereich, dass ich das ganz klar gespürt habe. Mut ist ja, sagt man auch, beherzt sein, und das heißt wirklich vom Herzen ausgehen, mit dem Herzen gehen und darauf zu vertrauen, dass das richtig ist. Und dann passiert was ganz Wunderbares, der Kopf geht automatisch dann zurück. Und dann ist es für mich immer so schön, dieses Gefühl, diese Spürbarkeit von Herz-Hirn-Kohärenz. Also wenn wirklich das Herz auch wieder sich da, wie soll ich sagen, mehr einbringt und einfach noch stärker sich da hervortut. Das war jetzt gerade so meine Intention, den Mut haben, den Weg des Herzens zu gehen. Schön. Bei Nicole kommt dazu, trau dich. Das waren die Worte, die kamen von ihrem Herzen. Ich liebe das beherzt den Herzensweg gehen. Das könnte unsere Intention sein. Also unsere Intention ist, sofort vollkommen und für immer beherzt unseren Herzensweg zu gehen. Gefällt euch das? Und es darf schnell und einfach sein. Jawohl, Grit, absolut. Regenbogen, genau. Regenbogen, Regenbogen, Regenbogen. Yes. Regenbogen. Ich bin gerade so in der Mut. Okay, dann lasst uns 5 Minuten intendieren dazu. Gefällt euch die Idee? Ja? Also wer auch immer Lust hat, schreibt es in den Chat, schreibt es euch selber auf. Ich bemühe mich, das jetzt 3-mal großartig zu wiederholen. Während wir uns vorstellen, dass wir alle Hände halten. Und jetzt schauen wir mal, unsere Intention ist, dass wir sofort vollkommen und für immer beherzt unseren Herzensweg gehen und dabei vollkommen gesund und glücklich sind. Oder? Unsere Intention ist, dass wir sofort vollkommen und für immer beherzt unseren Herzensweg gehen
und auf allen Ebenen gesund und glücklich sind. Jetzt atmen wir 3 bewusste Atemzüge gemeinsam. Gehen ins Herz. Und von unserem Herzen aus senden wir jetzt folgende Intention. Unsere Intention ist, dass wir sofort, vollkommen und für immer beherzt unseren Herzensweg gehen. Und auf allen Ebenen gesund und glücklich sind. Unsere Intention ist, dass wir sofort, vollkommen und für immer beherzt unseren Herzensweg gehen und auf allen Ebenen gesund und glücklich sind. Unsere Intention ist, dass wir sofort, vollkommen und für immer beherzt unseren Herzensweg gehen und auf allen Ebenen gesund und glücklich sind.
unsere Intention ist, dass wir sofort vollkommen und für immer beherzt unseren Herzensweg gehen und auf allen Ebenen gesund und glücklich sind. Und dann schnappt es noch einmal fest durch, kommt ins Hier und Jetzt zurück. Claudia, du bist schon da. Und schaut mal, wie es euch geht. Was hat sich getan für euch? Bei mir waren Bilder da, und zwar zwei ganz schöne. Das erste war, es hat ausgeschaut wie so Reisfelder in Bali, also so grüne Felder, endlos grüne Felder. Und dann das zweite Bild waren, diese Felder haben sich verwandelt in Felder von Sonnenblumen. Und dann all diese wunderschönen Sonnenblumen, und die haben ihre Köpfe alle zur Sonne gedreht. Und dann das dritte war einfach, ich habe uns alle als die Sonne an sich gesehen. Also es war ganz spannend. Und sehr, sehr friedlich hat sich's angefühlt. Wie war es denn für euch, Mädels? Ja, bei mir war ganz Lustiges, deswegen habe ich auch die Augen jetzt schön abgemacht. Das haben sich zwei kleine, ich glaube, das war eine Kohlmeise, haben sich da auf meine Fensterbank gesetzt und haben gepiepst. Und das war jetzt so süß, hat irgendwie so gepasst, als wenn die jetzt da mitreden wollen und das verstärken wollen. Oh, I love that. Ja, I love that. Süß. Mhm. Andrea? Ich habe sie gehört. Ich habe die Meisen gehört und habe mir gedacht, wo sind die Vögel? Ja, also bei mir kam dieses kraftvolle rote Licht, also jetzt das Herz nicht in rosa oder so, sondern in seiner vollen Kraft, in knallrot, ja, in seiner, nice. wenn das Feuer der Begeisterung, der Liebe, wenn das so ganz stark wird, ja. Also das lodern darf, oder? Ja, richtig lodernd, also das war so richtig, ja, in seiner vollen Kraft, und das zieht ja auch nach oben, ne? Das Feuer schaut ja auch immer nach oben. Wenn Feuer brennt, orientiert es sich immer nach oben, nie nach unten. Ja, also I like that. Ja, wir hören jetzt auf. Wir haben schon aufgehört, ne? Wir haben schon intendiert, aber wir hören auf damit, uns nach unten zu orientieren, sondern wir orientieren uns jetzt wieder mal nach oben, weil wir sind ja jetzt in unserer Kraft und es geht ja weiter nach oben, ne? I like that. Gut, also ich danke euch. Das war wunderschön. Danke, dass wir trotz dem holprigen Start das noch so gut hingekriegt haben. Nicole sagt auch, ja, das ist schön. Danke, dass ihr alle dabei wart. Nicole sagt, ich habe auch Vögel gesehen und gehört und sie flogen im Kreis herum um mein Herz in Flammen. Damn, nice, 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 nice. Ich habe euch alle so lieb. Ich freue mich schon so auf das nächste Mal und ich freue mich auf die von euch, die Ende Jänner dabei sind. Schreibt es mir einfach, wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet. Vielleicht habt ihr die letzten E-Mails nicht bekommen mit der Einladung. Aber wir versammeln uns hier im Lichtwerk vom 26. bis 28. Jänner, um für ein großartiges 2024 zu intendieren und wirklich zu schauen, dass wir komplett kongruent sind. Also alle unsere Teile wollen dorthin. Und in diesem Sinne auf ein wunderschöne Rauhnächte, auf viel Klarheit und Ruhe und dieses Gefühl, ein wirklich selbstbestimmtes Leben zu leben, Göttinnen. Ich danke euch sehr und drücke euch ganz lieb und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye an alle. Danke, dass ihr da wart. Danke an euch. Schöne Zeit.